Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Dark Occult, mal wieder im Speicherraum, so wie eigentlich fast immer, wenn wir eine neue Folge starten. Ja, in der letzten Folge, die ich euch oben in der Infokarte verlinkt habe, haben wir ja das nächste Artefakt gefunden, was jetzt verbrannt werden soll. Beziehungsweise wir gehen jetzt das Artefakt nochmal holen, weil ich ja gestorben war. Und genau das ist jetzt der Punkt, ne? Muss ich nochmal ansprechen. Und zwar, sollte ich jetzt nochmal sterben, also ich werde euch nur den letzten Versuch drin lassen, damit ihr das so zusammenhängt habt. Und ja, werde euch aber erzählen, wie oft ich es versuchen musste, weil, ne, wenn der Tentakel-Lilly dann wieder abgeht und hier auf Terror-Tour ist, ist nervig. So. So. Aber jetzt nochmal schnell wieder hingelaufen, das geht ja eigentlich recht fix. Und dann werden wir den Quark nochmal verbrennen. Videosequenz werde ich auch skippen, die dann da kommt. Kam da eine? Ich weiß gar nicht mehr. Aber wenn ja, dann skippe ich sie. Und ja, für jeden, der das dann sehen will. Hä? Bin ich falsch abgebogen? Für jeden, der das dann sehen möchte, der kann, wie gesagt, in die andere Folge nochmal rein. Nochmal reingucken. Hä? Ich habe mich verlaufen. Mami! Hier muss ich rein. So, und dann glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Artefakte waren das denn? Zwei oder drei? Ach Quatsch, drei oder vier. Eigentlich ist es gar nicht so weit bis zum Kamin, ne? Das ist so nervig. Aber wenn Lilly dann kommt, ne, und hier wieder Stress macht, die blöde Arschbacke. Hier bin ich. Ich weiß gar nicht, ob es mir was nützen würde, wenn ich noch einen Talisman hätte. Aber das ist ja eh Geschichte. Ich habe keinen mehr. Aber in so einem Moment hilft der Talisman, glaube ich, eh nicht. Ich erinnere mich doch daran, mit der Spieluhr war es doch genauso. So. Das Crow-Autel steckt fest. Was auch immer es sein soll. So, Zauberartefakt. Per dem Müll. Grimoire. Ja, Lilly. Hau rein. Tschüss. Oh Gott, mir ist schwindelig. So. Ich glaube, es gibt bestimmt eh bloß wieder diesen einen Weg. Okay, jetzt wieder nicht rein. Tschüss. Ja, ich bin aus Versehen richtig gelaufen. Ich glaub's nicht. Schnell rein. Das war gerade echt eher ein Versehen. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg laufen, aber ey, ich bin auch so zufrieden. Zauberartefakt wurde verbrannt. Ja, aber nu, was nu? Achso, es wurden Schlüssel ausgespuckt. Jetzt hätte ich den fast vergessen. Löweschlüssel. Naja, Löwetüren hatten wir gerade oben recht viele. Schnell zum Speicherpunkt. Hallo? Ich habe vergessen, wo der Speicherpunkt ist. Kann mir das jemand sagen? Eine Herzattacke hier. Nee, warte. Nee, warte. Da gehe ich jetzt da vorne einfach gleich hoch. Was soll's? Obwohl, hier unten war auch gleich ein Speicherpunkt. Dann gehe ich nochmal fix speichern und dann haben wir das wenigstens erstmal gesichert hier. Wer weiß, nachher dreht die hier nochmal am Rad, sonst habe ich ja gar keine Lust. Das mache ich nicht nochmal. Achso, übrigens, ich habe dann nicht noch einen Versuch gebraucht. Das war jetzt nichts geschnitten. Das war der zweite Versuch, bei dem es dann geklappt hat.
Was man, glaube ich, gemerkt hat, weil ich glaube, im Schnitt bei mir sieht man eigentlich immer. So gut, um es so hinzubekommen, dass man den nicht sieht, bin ich nicht. Noch nicht. Kann ja noch werden, wer weiß. Aber auch mehr Glück als Verstand gehabt. So. Hä? Wieso steckt die Tür denn fest? Ach, weil ich da hinten in die Reihen muss. Meine Güte. So, ich werde aber ganz kurz nochmal gucken. Also unten war unten eigentlich... Ach ja, unten sind ja die ganzen Löwenschlüssel. Ich trottel, hätte ich da auch gleich hingehen können, wa? Egal. Jetzt bin ich oben. Obwohl, ich kann auch unten lang gehen, bin ich wahrscheinlich schneller. Ein Löwenschlüssel haben wir auf jeden Fall noch im oberen Stockwerk. Wo wir auch auf jeden Fall mal nachschauen sollten. Aber dann gehen wir erst nach unten, weil da müsste ich jetzt eigentlich relativ fix hinkommen. Vom Speicherpunkt aus gesehen ist das gar nicht weit weg. So, wir haben hier unten diesen Speicherpunkt. Und da muss ich eigentlich nur... hier lang. Hier lang. Da lang. Und hinten durch. Und dann sollte ich schon da sein, wo diese ganzen... Aua, diese ganzen Schlüssel sind. Mein Gott, meine Hand hat geknackt. Alter Schwede, ich werde alt. Ich werde alt. So, Karte bereitlegen. Jetzt heißt es wieder rummalen. Yay! Ich stehe hier unten und werde gleich durch diese erste Tür gehen. Juhu! Ich freue mich nicht. Wer weiß, was uns jetzt wieder erwartet. Nur Tod und Verderben. Bestimmt. Nö, ich gehe hier nicht rein. Nein, 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 nein. Es ist so dunkel. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben? Kann sein. Ist es mir egal? Ja. Sag mal, hat sich jetzt hier die Karte eigentlich... Krass, guck mal, die Karte gibt's nicht. Ich bin verschwunden. Verdammt, jetzt muss ich mal doch hier... Ich habe immer Angst, die große Karte aufzumachen. Ja, ich bin auf der Karte nicht mehr zu sehen. Interessant. Wir sind in Räumlichkeiten, die noch nie vorher jemand betreten hat. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber egal. Hat natürlich dann aber auch wieder viel Potenzial. Ist das ein Speicherpunkt? Hat dann aber auch wieder viel Potenzial dafür, dass ich mich verlaufe. Bist du ein Speicherpunkt? Tatsache. Aber ist kein Safe Room. Aber hey. Haben oder nicht haben. Das heißt, es wieder richtig umgucken. Nichts übersehen, nichts verpassen. Na toll. Ich mir einfach das selbst erweitern sollte. Mache ich vielleicht zwischen den Folgen. Aber vielleicht finden wir ja auch noch eine Karte. Nachher bringe ich mich nur selbst durcheinander. Hallo? Och, noch ein komischer Schlüssel. Welches Sternzeichen ist das wohl? Ich habe keinen Plan. Steinbock. Okay. Oh nein. Warum sitzen hier die Puppen so komisch? Gruseliges Haus, Alter. Gruselige Puppen vor allen Dingen. Guckt euch die auch mal an, wie die alle aussehen. Die beten hier wohl auch so einen kleinen Kult an. Ach du Scheiße. Meine Frau war heute so kalt, dass ich sie kaum von einer... Was? Von einer Zeit zur anderen sehen kann? Okay. Versteckt sie ein Geheimnis? Gestern bin ich nachts durstig aufgewacht. Auf der Suche nach einem Glas Wasser. Ich schaue durch mein Fenster. Einige Männer in Schwarz, die aus dem Haus kommen. Ich habe mich gefragt, was sie nach Mitternacht in meinem Haus gemacht haben. Aber als ich heute meine Frau fragte, sagte sie mit kaltem Ton, du bist verrückt, es war niemand zu Hause. Was ist der Grund für ihre Lügen? Ich war mir sicher, was ich sah. Edwin Atkinson.
Also der, mit dem wir auch gesprochen haben. Wieso ist diese Box gesperrt? Ey, ich frag mich auch, diese ganzen gesperrten Boxen, ja? Man findet weder einen Schlüssel oder sonst was. Wann und wie soll man diese ganzen blöden Teile denn aufbekommen? Also ernsthaft jetzt. Okay, also hier ist auch spannend, ne? Also ich glaube, wir müssten hier rein theoretisch dann noch ein. Hä? Also kriegen wir hier jetzt noch ein Stück oder nicht? Wenn nicht, muss ich mir das wirklich selber aufzeichnen. Oh yeah, ein. Was ist das denn für eine Tür? Interessantes Design. Du brauchst einen geheimnisvollen Schlüssel. Ui. Wie groß will dieses Haus eigentlich noch sein? Oh ja, ein Stück der Karte. Yay. Alter, was? Wie groß ist das hier noch? What? Das ist nur ein ganz schönes Eck. Also, gut, das male ich mir dann jetzt hier zwischen den Folgen auf. Das wäre jetzt für euch sonst zu lange. Aber das kann ja so nicht angehen. Ich muss ja meine Karte auch erweitern. Das funktioniert so nicht. Warum sieht das aus, als wenn ich da reinkriechen kann? Weil ich es kann. Ach du Scheiße. Hi. Oh, ich habe ein Auge gefunden. Es glupscht mich an. Gut, dann haben wir den Part hier abgefrühstückt, würde ich sagen. Wo war nochmal das Speicherdingens? Alles gleich einfach nochmal mitnehmen. Auch interessant. Also das ist jetzt auch nicht grün, sondern einfach nur so, ja, du kannst hier speichern. Aha. Jetzt macht es aber auch Sinn, warum es dafür zwei Icons gab in der Legende. Weil ich habe mich halt immer gefragt, so, okay, Speicherpunkt ist doch ein Safe Room. Warum zwei Symbole? Aber ja gut, jetzt macht es Sinn. So. Dann öffnen wir die nächste Tür da oben. Da oben. Die öffnen wir. Nein, scheiße. Oh nein, scheiße. Ah, ich habe es mir jetzt eingezeichnet, dass ich sie öffne, aber ich habe sie noch gar nicht geöffnet. Was hat man davon, wenn man nicht richtig guckt, ey? Ja, ihr könnt alle wieder zufallen. Ist okay. Ist okay. Ach, wie praktisch. Den Schlüssel habe ich doch auch, ne? Heavy. Habe ich den nicht? Anscheinend ja nicht. Aber so ein M hatten wir doch ganz am Anfang schon mal. Aber es war dann wohl ein anderer Schlüssel. Hallo? Ach. Ist ja witzig. Jetzt können wir hier endlich durch. Das ist doch die Tür, die Lilly zugemacht hat.
wo sie so bockig war und dann so, nein, ich mach das zu, ey. Ja, dann war's das hier auch schon wieder. Na, ist ja prima. Aber wir haben ja oben noch einen Löwenschlüssel. Und verdammt, jetzt habe ich unten das eingezeichnet. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich hoffe, da komme ich nicht durcheinander, weil ich denke so, hey, ich komme doch hier durch. Okay. Und jetzt nach oben. Da muss ich dann ganz an den Rand. Ach du grüne Neune. Mal gucken, wo ich denn, wie ich wo lang muss und warum. Also hier rum. Hier rum. Hier ist die Luke. Da will ich nicht rein. Sag's euch, das ist gar nicht so einfach. Genau, erstmal zum Speicherpunkt. Da kann ich gar nichts falsch machen. Vom Speicherpunkt nach da. In den Altarraum. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Jawohl! So, auch einzeichnen und damit hätten wir dann erstmal alle Löwetüren fürs Erste offen. Nun gut. Alles so ruhig auf einmal, ne? Ich traue dem Ganzen hier nicht. Warum ist denn da Licht an? Hallo? Dem traue ich auch nicht. Diese Box ist gesperrt. Wie kriege ich denn sowas hin? Oh, irgendwas war da bestimmt im Spiegel, was ich nicht gesehen habe. Hallo? Mann, ey, ich habe das Gefühl, ich habe keine sauberen Lagen. Das ist echt schlecht. Noch ein Zettel. Hör dieses Geräusch immer so. Herrlich. Als würde da sonst was sein, dabei ist es nur ein Zettel. Die Dinge wurden in diesen Tagen unheimlich. Ich gebe mir manchmal die Schuld, weil ich der Meinung bin, dass die Leute das Herrenhaus aufgrund meiner wiederholten Anfragen und Bedürfnisse verlassen. Ich habe meine Medizin heute Morgen von einem neuen Krankenschwestergesicht bekommen. Nichts Neues. Dasselbe passiert in der Woche zuvor. Ich habe mich mehrmals gefragt, ob ich eine Nervensäge meiner Frau wurde. Wieder vom guten Edwin. Edwin. Oder whatever. Wie, nochmal so ein großer Abschnitt? Hä? Alter, was? Was? Wie viel ist denn hier bitte noch frei? Guck mal, wie das hier jetzt ganz anders aussieht. Auch lustig. Okay, also hier hinten sind jetzt noch ein paar Sachen. Nee, warte mal. Hier nicht. Ach so, ich habe jetzt nur das hier frei und unten noch ein Stück was frei. Alter, wie riesig dieses Haus einfach ist. Voll doll. Wer würde schon in einem so großen Haus alleine leben? Macht doch gar keinen Sinn. Guten Tag. Also hier weiter. Nee! Geh weg! Och nö. Ach. Da war auch wieder so eine Schützetür. Von innen verschlossen. Von innen verschlossen. Blablabla. Ja, ja, Schütze, Schlüssel, ich weiß schon.
Schöne ist, dass ich dann später alles hier nochmal lang muss. Nee. Och nö. Nö. Ich finde, so altertümliche Kinderzimmer haben irgendwie generell was Gruseliges. Ich weiß auch nicht warum. Aber am schlimmsten ist halt echt diese Puppe. Generell diese Puppen. Warum sind alle Puppen so gruselig? Nichts sieht so gruselig aus wie diese Puppen. Weder er, noch die da hinten, oder die, aber sie. Und sie. Oh Mensch, da musste ich gerade ein bisschen niesen. Hey, das ist aber der letzte Raum, wo ich rein kann. Wenn hier jetzt nichts ist, wo denn dann? Hm. Hallo? Ja, hier ist wirklich nichts, ne? Oder ich sehe es bloß wieder nicht. Ich wieder überall hingucke, nur nicht da, wo ich soll. Dreirad fahren? Nein. Ja, aber wenn hier hinten ja nirgendwo... Nö. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Ich komme doch hier nirgendwo weg. Ja, wo soll ich hin, wenn sie jetzt da auftaucht, wo ich eigentlich lang muss? Das war jetzt echt unfair. Wie hätte ich mich denn jetzt aus der Lage befreien sollen? Es ging ja nirgendwo jetzt hier weg. Oh Mann, ey. Vor allem war sie dann halt auf einmal auch hinter mir, ne? Naja, gut. Okay, Leute, ich würde sagen, verdammt, wo ist denn der letzte Speicherpunkt jetzt auch nochmal? Oh oh. Hatte ich oben nochmal? Ich glaube, ich bin nach oben gegangen und habe da nochmal gespeichert. Ja gut, okay, ich muss eh nochmal alles abklappern, um mir die Karte aufzumalen. Das könnte ich dann rein theoretisch ja zwischen den Folgen machen. Ja, da muss ich hin. Hier unten bin ich genau. Und hier hatte ich die Karte schon erweitert. Genau. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das nochmal selbst. Geh nochmal nach unten, mal mir die Karte auf. Geh nochmal nach oben, mal dann die Karte gleich mit auf. Dann ist das wenigstens schon passiert und ihr braucht euch das in den Folgen nicht angucken. Und vielleicht entdecke ich ja dann auch gleich den Weg, wo ich hin muss. Und informiere euch den entsprechend natürlich. So Leute, ich bedanke mich aber auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.